Bist du ein Schisser, ja? Hast du Schiss im Dunkeln? Angst vor bösen Gestalten? Das wirst du nämlich nach diesem Video haben, denn wir schauen uns die gruseligsten Videos im... Moment, warte mal. Ja, das Teil geht nicht. Es geht los. Einige junge Leute hatten kein Benzin mehr und parkten eine Weile. Und während sie das Benzin rausholten, erschien ihnen eine seltsame, weiße Gestalt. Okay. Ach du Kacke, Bro, was ist das denn? Gisela, bist du's? Kann man dich kennenlernen? Ich hab dich auf Tinder nach rechts geswiped, Gisela. Aber irgendwie hast du mir nie geantwortet. What the hell ist das, Bro? Digga, was ist das? Smash, dickes, ich mein, hä? Wow, gruselig, warte mal, was? Bro, wer zum Teufel ist das? Warum zum Teufel ist das wieder neben einem Wald und wieso sieht das aus wie ein Geist? Ist euch schon mal aufgefallen, dass solche Videos immer nachts und immer in gruseligen Regionen aufgenommen werden? Nie irgendwie so draußen am Tag, mitten am Alexanderplatz in Berlin oder so. Da nie, nie, immer so gruselige Wald und so, immer wieso? Trotzdem Smash. Warte, nee, wie falsch, also, nächst, komm, nächster Clip, Digga, scheiße. Als zwei junge Männer spazieren gingen, filmte einer von ihnen ein geheimnisvolles schwarzes Wesen, das aus dem Gebüsch kam. Oh, Digga. Alter, oh mein Gott! Keine Sorge! Ich hab euch, ich schütze euch! Das blöde Ding, verdammt nochmal, wie das funktioniert, das heute nicht! Ich muss meine Community beschützen! Bro, warte mal, warte mal! Ich hab grad das Rätsel gelöst, diese Gestalt. Ich weiß, wer die Gestalt ist, guck mal, ganz black da im Hintergrund. Spaß. Jungs, Mädels, ich bin's nur. Der Maki. Hallo, ich bin's von nebenan. Komm, nächstes Video. Hab keine Angst. Ich muss ganz kurz kacken, Alter. Ich komm gleich wieder. Eine Ewigkeit später. Ein junger Mann, der in einem Bergwerk arbeitet, hat von seinen Kollegen gehört, dass aus einem der Stollen seltsame Geräusche zu hören sind und beschließt, dem nachzugehen. Wir sind in irgendeinem Tunnel. Der Tunnel sieht ja super, super nach Wohlfühlfaktor aus. Ich sehe schon, da steht gleich irgendeine Gestalt. Ich sehe es schon. Ich weiß ganz genau. Da wird gleich irgendeine... Ja, Digga, da sind die Augen. Da sind die Augen. Ah, was geht, Bruder? Ja, guck mir in die Seele. Natürlich, die gruselige Gestalt. Bro, na, fam. Okay, wait a sec. Wait a sec. Vielleicht, Bruder. Gehen wir jetzt mal nur von ein bisschen vielleicht aus. Vielleicht ist da drinnen eine wunderschöne blonde Frau, die uns kennenlernen will und sagt, hallo, Kussi, Kussi, komm zu mir, komm, 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 Kussi, Kussi, komm, komm zu mir, komm zu mir, Kussi, Kussi. Okay, sind wir mal ehrlich, als ob uns irgendein Girl, Kussi, Kussi. Oder? Aber warum geht man verdammt nochmal nachts in einen gruseligen Kerker, Alter? Bro, diese Menschen hören gruselige Geräusche aus irgendeinem Kerker kommen, Alter, wo unter der Erde ist. Was machen die? Die gehen runter und gucken nach, wo die Geräusche herkommen. Nein! Wegrennen, vorbei, stopp, abhauen! Jetzt reicht's aber, funktioniert doch mal! In folgendem Fall sehen wir eine Person, die verzweifelt versucht, vor etwas wegzulaufen. Und wir können auch seltsame Schreie hören. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gestört. Ey, vielleicht, keine Ahnung, hat da unten jemand einfach stark Hunger? Vielleicht will da unten jemand einfach nur einen Cheeseburger und schreit so durch die Gegend so, ich will einen Cheeseburger! Gib mir einen Cheeseburger! Okay, Digga, ich glaube nicht, dass die Person auch einen Cheeseburger will, Alter. Wieder gleiches Prinzip. Nachts gruseliger Keller, gruselige Höhle und rennt da alleine rum. Wieso? Ich werde es nie verstehen, Alter. Es sind die, die im Horrorfilm zuerst sterben. Es sind genau die. Ein junger Mann hört nachts seltsame Geräusche in seinem Haus, die offenbar aus dem Keller kommen. Keller immer gruselig nachts. Keller immer gruselig nachts. Wir hören zu. Hört ihr was? Hört ihr irgendwas? Ich höre nichts. Hallo?
Ich höre nichts. Oh mein Gott, gehen die Tür gerade von selbst auf? Hello? Ah, ah, da wäre bei mir schon vorbei. Oh mein Gott, da ist der Keller. Okay, da ist der Keller. Wir sehen nichts. Oh mein Gott. Was? Wurde Madud gerade umgegrätscht? Blutgrätsche von hinten? Rote Karte? Nein, 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 nein. Bitte nimm jetzt nicht irgendwas die Kamera auf, bitte. Habt ihr gesehen, wie sich das gerade bewegt hat? Perfekt, perfekt. Ich hab, ja, heute Nacht werde ich auf jeden Fall mich noch trauen, in den Keller zu gehen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Leute, warte, ich muss mich zudecken, weil jeder weiß, wenn man sich zudeckt, dann ist man sicher vor allem. Wir versuchen das mal kurz logisch zu erklären. Da war ein Windzug. Der Wind ist so stark in den Keller durchgezogen, dass der Mann ausgerutscht ist, auf Kissen gelandet ist und dann eingeschlafen ist, weil so viel Sauerstoff herrscht und so viel frische Luft im Keller ist. Okay, machen wir uns nicht vor, da war irgendeine Gestalt und die hat den aufgefressen. Einige Freunde besuchten den Eingang eines Bergwerks, der versperrt war, und einer von ihnen beschloss, das Innere zu filmen. Aber er rechnete nicht damit, eine seltsame Kreatur zu finden. Okay, Fam, Digga, ich glaube, ich habe jetzt gerade ist echt ein bisschen Pipi in die Hose. Frau registriert eine fremde Gestalt, die sie bei der Messe beobachtet. Perfekt, Digga. Hier hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Oh mein Gott, was ist das? Bro, was? Das sieht aus wie eine Puppe. Bro, das sieht aus wie eine Puppe. Alter Schwede! Na, Fam, Bro. Ich hab den Schuldigen. Wartet kurz. Leute, wartet, ich hab den Schuldigen. Verdammt nochmal, ich hab den Schuldigen. Baby! Statement, Baby. Warum creepst du um die Ecke irgendwo nachts in einer Kirche und erschreckst die Leute? Weil ich dein dummes Gesicht nicht mehr ertragen kann. Okay, das ist ein Argument. Sorry, Leute, ihr müsst weiterhin erschrocken werden. Es ist, sorry, Alter, es ist ein Argument. Beim Filmen eines Videos merken manche Kinder nicht, dass etwas Seltsames passiert. Okay, was passiert Seltsames? Wollen wir es überhaupt sehen? Einmal Schwerelosigkeit. Die denkt sich auch Erdanziehung gibt's nicht mehr, Alter. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ich bin die Puppe und ich werde euch jetzt umbringen. Baby! Oh, verdammt nochmal! Okay, Statement, Bruder, langsam reicht es. Statement, ich will, dass du in die Kamera schaust und die Leute anschaust, während du ihnen etwas sagst. Soll ich Markey eine Faust geben? Dann lasst ein Like da. Warte mal, nein! Ah! Ah. Und die Oscar goes to Marky. Eine Frau filmt morgens eine seltsame dunkle Gestalt auf dem Lande. Okay. Seltsame dunkle Gestalt auf dem Lande. I thought this was fucking Slenderman. Das ist safe eine Vogelscheuche, oder? Ja, das muss eine Vogelscheuche sein. Ja, das muss eine Vogelscheuche sein. Safe, 100%. Ja, 100%. 100%, Bro. 100%. Alles andere macht keinen Sinn. Muss eine Vogelscheuche sein. Alles andere würde keinen Sinn machen, weil das Ding hat sich auch nicht bewegt und sonstiges. Also, ich glaube, Vogelscheuche. Während ein Vater und sein Sohn im Pool spielen, geschieht etwas Seltsames. Alright. Wir gucken mal. Okay, was passiert? Der Vater setzt den Sohn hoch. Hä, was ist passiert? Hä? Was habe ich bemerkt? Eine Hand erscheint direkt hinter dem Kind. Wo? Habe ich nicht gesehen? Ich sehe es nicht, ich bin blöd. Wo ist da eine Hand? Habt ihr die Hand gesehen?
Bro, ich habe die Hand nicht gesehen. Also keine Ahnung, ich habe nur die Hand vom Vater gesehen. Ah, Digga, egal. Dann habe ich wenigstens nur halb so viel Schiss. Ist okay. Das gleiche wie wenn du in einem Horrorfilm bist und du siehst so eine gruselige Szene nicht, Alter, weil du gerade weggeschaut hast und deine Nachos gefressen hast. Digga, ist gut. Ist gut. Freut mich. Ein Grund weniger, sich heute in die Hose zu machen. Ein Mann installiert Überwachungskameras, nachdem er festgestellt hat, dass seine Pferde jede Nacht weglaufen. Okay. Warum laufen die Pferde weg? Da war eine Gestalt. Oh mein Gott, Bro, vor allem wenn Tiere weglaufen. Oh mein Gott. Die Pferde haben Angst. Oh mein Gott, da war... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wait a second, Bro. Guck mal. Oh mein Gott, da ist diese Gestalt weggelaufen und auf einmal haben die Pferde Angst bekommen. Fam! Bro, das ist creepy. Das ist creepy. Vor allem Tiere, die sind bei sowas viel empfindlicher. So, die sehen das, was wir nicht so sehen können. Ah, fam! Digga, das sah aus wie so ein kleines verfluchtes Kind, so aus so einem Film, so The Ring oder sowas. Oh, das macht, Digga, das gibt mir ein bisschen Gänsehaut, dass die Pferde dann auf einmal alle Schiss bekommen und anfangen wegzurennen. Davor sind die einfach da gestanden. Wisst ihr, wie ich meine? Kaum kommt dieses Kind und rennt, alle haben Angst. Boah, vielleicht haben die Pferde das auch gesehen. Digga, vielleicht haben die Pferde das auch gesehen. Sicherheitskameras fangen seltsame Vorkommnisse in einem alten Wohnhaus ein. Alte Wohnhäuser, immer gruselig und creepy. Okay, da rollt ein Ball. Oh mein Gott. Oh, nein. Digga, wie ist das? Was? Hä? Etwas spielt mit dem Ball. Was zum Teufel? Hä? Ich kann's nicht erklären. Ich check's nicht. Hä? Ich check's nicht. Wie geht das? Ich check's nicht. Ah! Nein, da steht irgendwas. Bro, ein paar Minuten später, da stand irgendein kleines Kind. Ich schwöre, Wallabila, da stand irgendein kleines Baby. Geisterbaby. Was ist das jetzt? Bruder, sag mir nicht, der holt jetzt Lamborghini um die Ecke, so Kinderauto. Was ist das? Kinderwagen. Bruder, was ist das? Mutter, sag doch, was das ist, Kinderwagen. Das ist Kinderwagen, nein. Ist das ein Kinderwagen? Ja, okay, Kinderwagen wird gegen die Tür gerammt. Alter, na, fam. Bro, das war... Oh mein Gott. Bruder, ich kann's nicht erklären. Ich wünschte, ich würde es erklären können, Alter. Das sah aus, wie wenn so ein Kindergeist da dran gestanden ist. Der spielt mit dem Ball und dann nimmt er den Kinderwagen und schmettert den gegen die Tür. Bro, diese kleine Gestalt, die da gestanden ist. Das ist das Gruseligste. Alles andere kann man vielleicht irgendwie erklären, aber diese kleine Gestalt, Bro. Da stand so ein Mini-Mädchen. Woher? Wieso Fußball? Willst du Ronaldinho werden oder was? Mbappé, Alter. Ich glaube auch. Ich will Fußballprofi werden. Der folgende Fall ereignet sich auf dem Gelände eines deutlich dem verzweifelten Schrei. Komm, wisst ihr was? Ich halt mal. Aber so happy wie der ist, glaube ich dem nicht. Bruder, der hat gegrinst, wie wenn er einen Sechser im Lotto hätte. Bro, wie wenn er 1 Million Euro gewonnen hat. Never ist das ein gruseliges Video. Insta-Livestream, der als YouTube-Short hochgeladen wurde. Okay, was hört das Mädchen im Hintergrund an? Hört ihr das? Bro, das klingt so creepy, was die anhört. Was macht die? Oh mein, yo. Oh, da war ein Schatten hinter der Tür. Na. Oh, Bro, das ist... Bro, das ist live. Das ist nicht gefaked. Ihr seht's im Chat. Das ist live. Das ist nicht gefaked. Bro, was stimmt mit der Schwester nicht? Bro? Oh mein Gott, Digga, mach jetzt nicht diesen. Mir ist kalt, deswegen hole ich Decke. Bro, wie die guckt! What the heck? Na, Fam, ich bin raus, ich bin raus. Fam.
Bro, Fam, what the hell? Ich bin raus, Bruder. Dreht die um, dreht die. Bro, dreht die um! Ja, peitsch! Bam! Verteidig dich! Pass auf! Bro, was macht denn die jetzt? Da! Ich hab mich nicht erschrocken. Okay, alright. Alright, alles okay. Good. Yo! I'm out, guys, Alter. Ich bleib hier hinten und wenn mir wer zu nahe kommt, werde ich ihn mit dieser Massage gerade bedrohen, Alter. Verdammt, so weit komm mir nicht zu nahe. Ich brodel jetzt nicht damit, Jungs. Bro, okay, yo. Eins killt mich an diesem Clip. Das ist ein Insta-Stream. Du kannst einen Instagram-Stream nicht faken, oder? Oder weiß ich da irgendwas nicht? Kann man ein Video als Instagram-Stream machen? Nein, oder? Das geht doch nur, wenn du wirklich live bist. Oh, ich hab keine Ahnung, wie das gemacht haben. Ich weiß es nicht, aber ich hab Gänsehaut. Hab bisschen Kacke in Hose, gleich bisschen so viel. Hab ich das gerade wirklich gesagt? Nein, hör auf, Mann. Alright. Oh Gott, was haben wir jetzt? Das kann nichts Gutes werden. Was geht, Elmo? Oh Mann, ich habe Stofftiere noch nie gemocht. Okay, ja, alles klar. Gut, das wird wieder so ein Video heute. Verdammt nochmal, ich hab dich gewartet. Ich hab die Massage gerade und ich werde dich damit für immer finden und treffen, Mann. Es war einmal ein YouTuber, der wegen jeder Kleinigkeit sich in die Hose machte. Und sein Name war Maki. Alright. Yo, Squid Game? Oh, wir wurden gesehen. Ganz schnell zurück, die haben gerade die Puppe geliefert. Bro, das war ja geil gemacht. Aber Nassai. Ich wollte nur nicht erschrocken. Hi, mein Name ist Maki und ich versuche es jedes Mal, wenn ich mich erschrecke, mit einem kleinen Tanz zu überarbeiten decken. Und Deutsch kann ich auch nicht, Mann. Wenn auch du diesen Affen öfter sehen willst, dann lass doch jetzt ein kostenloses Abo da. Was ich überhaupt nicht verstehen würde, Mann. Aber dann kannst du dir das jeden zweiten Tag reinziehen. Was ein Rotz, Alter. Alrighty. Gut. Ruhe bewahren. Das klingt mir nach Siren Head. Und es ist Siren Head. Bro. Alter, die Siren Head. Die Siren Head-Zeit. Oh, boom, Alter. Junge, diesmal bin ich nicht erschrocken, Siren Head. Weil dich kenne ich schon, Alter, mein Jutzer. Komm her und wir stoßen auf eine Tasse Tee. Der Tee, der liegt schon seit einer Woche da drin. Wer will ihn essen? Zehner, wer den isst? Ja, ja, ich kümmere mich auf jeden Fall um Ordentlichkeit und Sauberkeit. Denn deswegen steht hier nicht auch noch eine zweite Tasse mit vergammeltem Kinderpunsch drin. Ast rein, Mann. Okay. Entspannt bleiben. Das Cookie Monster. Bro, wie creepy. Imagine, das siehst du in mir. Oh, der Hunger. Cookie! Oh, ich bin kein Cookie, Mann. Bist du blöd, Cookie Monster? Ich hab's dir 10-mal schon gesagt. Das ist ein Cookie. Ich nicht. Sorry, Leute, ich muss mich entschuldigen für meinen Freund Cookie Monster. Bruder, der geiert auf alles, was er sieht. Der will alles snacken, Alter. No sexual. Aber der saugt alles auf, Bruder. Und wen haben wir jetzt? Barney. Super, es wird ja immer besser. Barney, ich hab nichts gesehen. Ach, nein. Oh, oh, yo, okay, no, das sind mir zu viele Barneys. Ich fand den selbst als Kind gruselig. Habt ihr den gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Bro, wo ich ganz, ganz klein war, so ein Hosenkleider Kacke, Alter, wo ich so richtig reingedonnert habe in meine eigene Hose, Mann, da habe ich das angeguckt. Wo ich noch in Amerika gelebt habe. No joke jetzt, ne, da habe ich das angeguckt, Bro. Alter, ich fand den damals creepy. Ich hatte Albträume. Jetzt das zu sehen, Ende für mich. Okay, wir sind auf der Terrasse. Alles entspannt. Da ist nur eine Hand, die ein Amazon-Paket. Mann, das waren meine Süßigkeiten, die ich mir auf Amazon Prime bestellt habe. Wieso klaut ihr meine Süßigkeiten, Mann? Alter, ich werde euch eins über die Waffen hauen, Mann. Das waren meine Süßigkeiten, ey. Glaubt ihr, Leute stehlen immer noch Pakete? Das machen das noch Leute? Ja, oder bestimmt, ne? So in Großstädten und sowas. Alter Schwede, Bro, einfach Pakete stehlen. Nimmt ihr mir meine Süßigkeiten? Da kenne ich gar nichts. Da kannst du noch so gruselig aussehen. Ich trete dir ins Gesicht, du Affe. Alright. Auf einem Surfbrett. Das gefällt mir wieder gar nicht. Diese Wasserdinger sind die schlimmsten immer. Ein paar Haie ist creepy, aber geht. Das ist... Oh, Momo, okay, yo, okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Der, ich wollte gerade noch sagen, Haie, nicht so schlimm. Haie, ach, juck mich nicht, Mann. Dann kommen diese fetten, schielenden Augen da rein. Junge, alter Momo, Bro, diesen Hype damals. Alter Schwede. Oh, was ist denn das jetzt? Ah, da waren Augen gerade, habt ihr das gesehen? Au, Bro. Ich hab euch gewarnt. Und verdammt nochmal, ich hab's euch gesagt. Ich schalte sie auf Stufe 20 ein. Und wer mir jetzt nachkommt, der wird...
konfrontiert. Hab mich nicht erschrocken. Das wäre jetzt das neue Ding. Die Massagegun, Alter. Ich sollte eine eigene Massagegun rausbringen. Oder Leute, was sagt ihr? Gegen die gruseligen Kreaturen der Nacht. Meine neue Massagegun wird euch beschützen. Jetzt für nur 139,40 € auf Vorbestellen. Jetzt let's go. Alrighty, ein Monster. Ist ja superklasse. Ich liebe Monster. Ja, bitte. Bitte krall dich an mir fest. Komm her. Am besten renn auf mich zu. Ja, super. Das liebe ich ab. Oh. Wir haben ihn besiegt mit Licht. Oh, okay, aber es geht noch weiter. Und das sind jetzt wir, oder was? Oh, wieso fliegen wir? Paul? Irgendwas... Ja, Paul, ich hab dir gesagt, ess nicht die Cornflakes. Die sind schon seit 2 Wochen offen. Die sind abgegammelt, Mann. Paul, der abgelaufene Cornflakes-Esser. Bruder, früher oder später war ja klar, dass eine Hand durchgeht und Paul nach oben fliegt. Bro, Paul, Alter, seid nicht wie Paul. Ess keine vergammelten Cornflakes. Ja, alrighty. Ein Frosch. Hallo. Alles gut bei dir, Sir? Wie geht die Mückenjagd? Okay. Ah, Bro! Bruder, chill. Wieso springt der auf uns zu? Bruder, chill doch mal deine Balls, Bro. Okay, es geht noch weiter. Ist das eine... Das kennen wir schon. Das haben wir im letzten Teil angeschaut. Das Woody-Ding. Aber wir haben jetzt eine Compilation, okay? Versuche keine Angst zu bekommen, Leute. Let's go. Hab keine Angst. Boah, ich finde so Dinger, so Objekte, wo so viele Kreise und so sind, so ekelhaft. Ich kann das nicht sehen, diese... Irgend so eine Phobie ist das. Bah, ich kann das nicht sehen. Digga, ich kann das nicht sehen. Ich finde das so eklig, so viele Löcher auf einem... Ah! Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Alright, eine Puppe, die in... Die kommt bestimmt wieder hoch. Nein, nein, nein. Ah, ich wusste es. Ah, ich habe keine Angst, hör auf. Das war gerade tatsächlich ein Test, denn wir sind hier. Herzlich willkommen beim Mathe-Kurs für Dings. Herzlich willkommen, mein Name ist Marki und wir machen jetzt Mathematik. Was das für ein Foto ist, das erkläre ich euch in der nächsten Folge. Alrighty, es ist okay. Es ist eine Katze. Hallo Katze, alles gut bei dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut, Mann. Dankeschön, deine Nachfrage. Super. Oh, die Katze kommt wieder, hallo. Oh, und die Katze-Family, Bro. Ey, ich... Nein, wir sind... Leute, ich... Digga, ich will nicht mehr. Bro, diese YouTube-Scary-Shorts-Compilations, ich pack die nicht. Jumpscare. Ja, ich... Na, nicht die Katze wieder. Bro, hör doch auf, nicht die Katze wieder. Was wackelst du so blöd mit deinem... Wieso fütterst du die? Die hat dich mit der ganzen Family... Ah, super, jetzt hast du es schon mal. Ja, klasse. Hast klasse gemacht. Super. Super klasse. Was ein Trottel. Wird angesprungen von der ganzen Katzenfamily und füttert die dann auch noch. Ich glaube, ich spiele. Das folgende Video wurde von einer Überwachungskamera im Eingangsbereich einer Polizeistation aufgenommen. Und basierend auf mehreren Berichten haben die Beamten einige Minuten lang eine durchsichtige Erscheinung wahrgenommen. Direkt okay. Vor der Glastür, bevor sich dann Folgendes abgespielt hat. Ein Geist oder was? Guckt auf die Glastür. Telefon klingelt. Ich seh... Seht ihr was? Ja. Ich habe Angst. Seht ihr was? Oh mein Gott, Bro. Digga, die Tür ist... Moin. Hallo? Tür ist aufgegangen. Hä? Unmöglich, dass dies durch den Wind verursacht wurde. Die Beamten sind sich dessen noch ziemlich sicher. Okay, Broski, wenn da... Also, schau mal. Das Ding ist ja, es gibt viele so Fake-Videos hier und gruselig da und sonstiges. Bruder, wir sind bei einer Polizeikameraaufnahme. Die Polizei wird doch nicht irgendwie einen YouTube-Prank machen. Wisst ihr, ich meine? Bruder, das ist die Polizei. Die Polizei sitzt nicht da und sagt, okay, wie machen wir jetzt virales Video auf YouTube? Dicker, wenn die das machen, die werden alle gefeuert. Wer zum Teufel kann mir also erklären, wieso diese Tür einfach so aufgeht und da keine Gestalt ist, Junge? Hat etwas aus einer anderen Dimension die Tür geöffnet? Einige sagen wirklich, dass ein waschechter Geist die Tür der Polizeistation aufgerissen haben muss. Da sie einfach keine andere Erklärung haben. Wer weiß. Bruder, welcher Geist hat da die Eier, bei einer Polizeistation Stress zu machen und die zu erschrecken? Brother Fam, was für dicke Balls hat dieser Geist? Denkst du, die Polizei kann ich nicht verhaften, oder? Nur weil du Geist bist, Digga, die finden dich trotzdem. Hey, ihr könnt mich nicht festnehmen, ich bin ein Geist. Hey! Wollte nur
helfen. Dies wurde von einer anderen Sicherheitsbeamtin aufgenommen, welche offenbar Teil einer ziemlich gespenstischen Begegnung war. Anscheinend gab der Beamte auf dem Video an, dass er zu diesem Zeitpunkt mit einer Person gesprochen hat. Okay, der ist einfach... Oder der hat einfach eine Spezi zu viel getrunken. Was soll man sagen? Der steht da im Gang alleine. Guckt euch mal an, wie er Hemd in Hosentasche hat. Bisschen Hose weiter unten, ein bisschen baggy, bisschen, wisst ihr, bisschen cool und so. Ein bisschen fire, swaggy und so. Who is he talking to? Mit wem redet er? Okay, Digga. Das ist so ein Horrorfilm-Polizist, der so eine Persönlichkeitsstörung hat. Dispatch 329. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to an elderly lady. I saw her walking by the store and she said she's looking for Mr. Griffin. Was? Her name is Miss Abigail. Bro, da war keine Miss Abigail. Brother. Okay. Did you say Miss Abigail? Bruder, das ist creepy. Okay, Bro, na, schick den Polizisten weg. Alter, das ist einer von diesen Serienmördern, der so eine Persönlichkeitsstörung hat und der denkt, er ist Polizist, aber dann snappt es auf einmal. Dann sticht er alle ab, so, wisst ihr, wie ich meine? Brother, Fam, Miss Abigail, wo ist deine Miss Abigail? Guck mal, Dicker. She says she wants to see Mr. Griffin. Sie sucht nach Mr. Griffin. Ja, sie hat nach Peter Griffin gesucht, von Fortnite, der Endboss. Ihr kennt ihn alle, Mr. Peter Griffin. She might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Was? Diese Miss Abigail ist seit 2 Jahren tot. Miss Abigail is... She died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody Digga, in front of you. Halt's nein. At all. Nein, okay, Bro, ist das echt? Also, warte mal, also, ist das jetzt echt oder ist das jetzt geschauspielert gewesen? Haben das irgendwie Schulprojekt Klasse 7a, PowerPoint-Präsentation, irgendwer von euch da draußen? Warst du, Sebastian? Nehmen wir mal an, das ist echt, okay? Bro, was machst du dann? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Freunde, es kann sein, dass es echt ist. Ich weiß es nicht. Das alte Haus. Am 31. Dezember 2022 wurden 3 Polizisten zu einem Haus geschickt, nachdem sie einen Anruf von einem Nachbarn erhalten hatten. Okay. Er berichtete, dass aus dem Inneren laute und seltsame Geräusche kamen. In derselbigen Silvesternacht verbrachte eine 20-jährige Frau namens Kamelka mit ein paar Freunden die Nacht in diesem Haus. Und okay. Sie spielten alle mit einem Ouija-Brett mit der Absicht... Ja, okay. Bro, es ist schon vorbei. Wir brauchen das Video... Nein, ich gehe. Wir brauchen das Video nicht weiter anschauen. Wenn irgendwer da draußen mit so einem Ouija-Brett spielt und sich dann noch denkt... Warum sind denn jetzt Geister da und ich bin verflucht? Digga, du selber schuld! ...einer Kannibalenfamilie, die hier vor langer Zeit hauste und deren Ach, Opfer zu beschwören. Das war natürlich eine dumme Idee. Und plötzlich begann Kamelka sich ziemlich seltsam zu verhalten. Oh nein. Bevor sie sich dann in einem der Räume verbarrikadierte. Oh nein. Ist das jetzt eine echte Aufnahme? Die Folge war wohl etwas furchtbar schief gelaufen. Sie nahm an, dass Kamelka von etwas besessen wurde. Als die Polizei dann eintraf, wurde die wirklich ungewöhnliche Situation auf Kamera festgehalten. Okay, das ist echt. Das ist die Polizei, die treten gerade die Tür ein. Die macht solche Dämonengeräusche. Hört ihr das? Dieses Wow. Oh mein Gott. Nein. Irgendwas auf die haben die geworfen. Kamelka. Ach du Kacke! Ja, ich...
Was ist denn das, Russen? Oder was ist das für eine Sprache? Gurush, Gutschku, Gucci, Gucci, Gucciu, Gucciu. Bruder, die gehen zu so einer dämonisch verfluchten Frau einfach mal dran, Alter, und hören zu und sagen, hö, ich bekomme nur 4000 irgendwas bezahlt, Alter. Ich würde viel mehr Geld bezahlt bekommen. Okay, sie sagen, geh aus dem Weg oder du verletzt dich. Okay, Bro, was wollte er mit seinem Besen da machen? Du bist Polizist, Digga, du hast doch bestimmt eine Waffe oder irgendwas. Hä? Bruder, ein Polizist wird doch da nicht irgendwie in Russland oder so nur mit einem Besen ausgestückt und der muss jetzt mit dem Besen abtasten und da drin Dämon ist. Hä, ich bin super verwirrt. Sei aber nicht in der Lage, den Raum zu betreten. Zumindest durch die Tür. Stattdessen beschlossen sie, eine Leiter von außen anzubringen und zu versuchen, sie aus dem Fenster zu heben. Das war jedoch alles nicht so einfach. Wo ist diese Frau jetzt? Ist das diese Camilla mit dem Stuhl? Das ist das Krankste, was ich je gesehen habe. Komm runter. Schrei nicht wie ein Schwein rum. Das ist die. Komm hier, du Doofe. What the hell? Die hat gerade das Fenster barrikadiert. Digga, die ist wirklich besessen von irgendwas. Camilla, ich kann dich sehen. Hör auf zu krabbeln. Boah, ist das krank. Digga, ich kann das nicht anschauen. Alter, ist das ist wirklich passiert. Das ist anscheinend von echten Polizisten, die Überwachungsaufnahmen. Ich kann niemals so ein Ouija-Board spielen. Never. Und dann nicht in so einer verlassenen Geisterhaus, wo die da drin sind, wo niemand ist, wo irgendwie früher so Kannibalen drin gewohnt haben, da drin Ouija-Board zu machen. Könnte ich nie machen, Digga. Du siehst ja, was dabei rauskommt. Du siehst ja. Komm runter, dein Kind fragt nach dir. Victoria, Tiroma. Da, ich habe ihr Gesicht gerade gesehen. Der Polizei, sie aus diesem Haus herauszuholen, indem sie ihr mitteilten, dass ihre Tochter draußen auf sie wartete. Sie brachten sie dann in ein örtliches Krankenhaus, wo sie sich immer noch in Behandlung befindet. Es ist nicht viel darüber bekannt, ob ihre Angehörigen zusätzliche Schritte unternommen haben, um ihr mit der Besessenheit zu helfen. Krank, Digga, die ist jetzt einfach in irgendeinem Krankenhaus in so einer Psychiatrie und ist ihr Leben lang jetzt besessen und wird nie wieder normal. Oder alles, weil die ein Ouija-Board gespielt hat in einem irgendwo seltsamen Kannibal. Haus von früher. Junge, macht sowas nicht. Das ist krank. Polizeiaufnahmen. Dieses Video wurde angeblich von der Dashcam eines Polizeibeamten aufgenommen, der in dieser Nacht auf Streife war. Bis zu diesem Zeitpunkt verlief seine Schicht ganz normal. Doch das änderte sich recht schnell. Der Beamte bemerkte etwas Seltsames auf der Straße und fährt dann direkt hindurch. Er spürt, dass etwas nicht stimmt und dreht sofort um, nachzusehen, ob etwas dort ist. Ich sehe nur Nebel. Ich sehe nur Nebel. Seht ihr was? Oh, Digga, da ist was. Oh mein Gott, Digga. Ich hab mich so... Oh mein Gott. Ich bin so ein Schisser. Wie kann man so ein Schisser sein? Wie kann man so ein Schisser sein? Ich hab mich... Oh mein... Ich mach das nicht mehr mit. Leute, es ist mir so egal. Ich roll mich wie ein Würstchen ein und das war's. Einfach nur ein Würstchen und das war's. Boah, was war das? Was war das? Bitte nicht nochmal. Oh, ich kann nicht hingucken. Der, ich kann nicht hingucken. Da läuft's, da läuft's, da läuft's, da läuft's. Da ist es gelaufen. Da ist es gelaufen. Da ist es gelaufen. Das war irgendeine Gestalt. Wir können deutlich eine nebelartige Erscheinung sehen. Die scheinbar... Digga, ich hab gar nicht... Mama mia, können wir bitte eine schlafen gehen? Können wir die Sandmanne gucken? Ein bisschen schlafen, ihr seid bestimmt müde. Lasst uns schlafen, Leute, wir gehen... Wir können nicht weitermachen, Marki ist eingeschlafen. Im Fernsehen. Der Vorfall wurde im Fernsehen übertragen und anscheinend war sich eine Polizeibehörde ziemlich sicher, dass sie auf einen Geist gestoßen waren, der in ihrem Polizeirevier eingefangen wurde. Okay.
Some police officers saw something that freaked them out and they captured it on camera. It's an image that some people say appears to be a ghost walking around the police station. Nancy Laughlin has the video and talked to the men who shot it. Okay. It started out as a pretty typical Saturday night. Espanola police officer Carl Romero was on duty, keeping an eye on the surveillance cameras around the station. Okay. When he saw something. Wo ist der Geist? At first, that was like a polio, like a fly. Ich dachte erst, es war eine Motte. Wo? Ich seh's nicht. So Romero reported it and told his supervisors. Detectives showed us the camera that captured the image. They say there is no way in or out of the secured area without an open gate and alarm sounding. Okay, und was, wenn jemand einfach krank eingebrochen ist? Wenn das so ein richtig kranker Einbrecher war? Nee, dann würde ja der Alarm irgendwie losgehen, oder haben die ja gerade gemeint? Bro, what the hell? Als ob da ein Geist in der Polizeistation rumläuft. Suchen die Geister irgendwie so einen Adrenalinkick oder warum gehen die in die Polizeistation? It walks in the direction of the old transport cages, and there's not really any way for it to get out through there, but it walks, seems to walk right through that. Detectives say there's no logical explanation for this, not an issue with the lighting or a technical glitch. Turns out, there are a lot of ghost stories around here. Nee, man sieht, dass da jemand läuft. Officers have seen certain things. Some of officers have felt ja, ja, man hat eine Hand, die auch gesehen. Also das war wirklich eine Person, die gelaufen ist. Keine Ahnung, wenn die sagen, also entweder da ist jemand Area 51, die haben doch eh Aliens und alles und sowas. Vielleicht ist da irgendwer ausgebrochen oder keine Ahnung. Digga, aber kannst mir sagen, was du willst. Bro, da ist jemand gelaufen. Verlassen! Dies wurde angeblich von einem Streifenpolizisten eines Abends festgehalten. Was ihn dazu veranlasste, sich dieses Haus genauer anzuschauen, ist leider schlechte Idee. Bruder, nachts als Polizist alleine wo reinzugehen. Dümmste Idee, die du haben kannst. Dümmste. 422. Fenster? Habt ihr was gesehen? This place definitely gives out some creepy vibes. Here it comes. Jetzt kommt es. Schaut aufs Fenster. Bro, da war eine Gestalt. Oder war das sein Schatten? Nee, sein Schatten kann das ja nicht sein. Ah, das sieht mir aus wie ein Schatten. Das sieht mir aus wie sein Schatten. Gruseliges Lachen. Ich sehe die Shadows walking by. What? Habt ihr das gehört? Ah, ich glaube, dass das einfach sein Schatten war. Keine Ahnung. Das letzte, es war entweder sein Schatten oder da drin ist wirklich jemand und das war der Schatten von der Person oder so. Auf dem Schiff? Oh, kommt ein Wal? Yeah, oh mein Gott, yo! Oh Mann, ey, und es ist vorbei. Oh Mann, Bro, was um alles in der Welt war das denn? Digga, ich dachte, da kommt jetzt ein Wal oder ein Hai oder irgendwie sowas, Mann. Bro, da kam ein Schiff und kam... Ey Leute, kennt ihr diese Videos immer, Mann? Diese Videos, die so, ey, mitten im spannendsten Punkt, der beste Punkt. Und denkst du so, Alter, jetzt geht's ab, was passiert, was wird passieren? Einfach vorbei. Einfach vorbei, immer so. Like, wenn du Part 2 sehen willst. Bei 5.478.000 Likes gibt es Part 2. Super, klasse. Bro, was für Part 2, Mann? Digga, ey, ganz, ganz sauer. Ganz, ganz sauer werde ich da. Sauer, Bruder. Ganz böse, Alter. Seht ihr, wie sauer ich bin? Ah, sauer. Okay, das nächste YouTube Shorts. Das gerade hatte 15 Millionen Aufrufe. Das hier hat jetzt 7 Millionen Aufrufe oder so. Heißt Zombie-Apokalypse in New York oder so. Oh, das sind Zombies! Und Polizisten, die steht da... Warte mal, stand da hinten Polizei auf dem Shirt? Warte mal, war das ein deutsches Video? Nein, oder? Bro, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, da stand Polizei drauf. Kann man das, Regie, können wir das... Hab ich Blödsinn gelesen? Ja, ich hab Blödsinn, oder? Ja. Bro, aber auch krank. Imagine einfach mal Zombie-Apokalypse. Bro, imagine, du bist ein Zombie. Was für McDonald's, Mann. Bro, Mac-Mensch. Einfach mal einen schönen Bite in den Arm von der Mutter reinmachen. Schmeckt gut. Ein bisschen Barbecue-Soße. Lecker, Schmecker. Ui. So good. Bro, aber ich sag's euch. Zombie. Würdet ihr eine Zombie-Apokalypse überleben? Würdet ihr das schaffen, Leute? Was würdet ihr als erstes machen, hä? Schreibt's mal in die Kommentare. Zuerst Buffet, zuerst auf Baum klettern, zuerst, weiß ich nicht, ins Trampolin und Rückwärtssalto machen und Kung-Fu-Kick gegen die Schädelwand von einem Zombie. Keine Ahnung. Okay, was haben wir jetzt? Dieses Short hat 8 Millionen Aufrufe, glaube ich. Oh mein Bro, wow, nein, 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 das ist wie in diesen Horrorfilm, Mann, das ist wie in diesen, welcher Film ist denn das, Mann? Es gibt doch diesen Horrorfilm, ist es Wahrheit oder Pflicht oder so, wo die irgendwie dann so lachen oder wisst ihr, was ich meine? Da gab's doch so einen Film. Es gibt irgendeinen Film, wo diese Lippen so hochgehen, aber ich weiß nicht, wie der heißt und ich will's auch nicht mehr wissen, weil sonst kann ich heute nicht schlafen und nicht, Bro, was habe ich eigentlich in letzter Zeit für Ticks? Was ist dieses, wieso mache ich das, Mann? Warte mal, vielleicht geht das bei mir auch. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf.
Oh, bei mir hatte das eine andere Wirkung, Mann. Ah! Okay, was ist denn das jetzt? Nein, das ist ein Jumpscare. Das ist ein Jumpscare. Ah, oh Mann, ey, mein Gott, Junge, habe ich mich gerade erschrocken, weil das Video aussah, mein Bro. Wie? Ich brauche was zum kaputt machen. Da! Oh Mann, Alter, Definition von Weichei. Es gibt hartgekochte Eier, dann gibt es weiche Eier, dann gibt es Eier, die auf den Boden geflogen sind. Und dann gibt es mich, Mann. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Bro. Ich habe Angst vor allem. Egal, Regie, niemand hat gesehen. Okay, können wir das überspielen? Können wir einfach ganz kurz hier, ich weiß nicht, irgendeinen Babyhund einblenden, damit die Leute abgelenkt sind und vergessen, was ich gerade... Ja gut. Das ist ein Babyhund. Wir machen weiter. Scary Videos on the Internet. Nächstes Shorts, was viral gegangen ist. Oh nein, nicht Puppen. Bro. Bro. Bro, no. Oh, oh. Mach doch bei Puppen den Jackie Chan, Alter. Bam. Junge, Kung Fu. Pio, Alter. Jo, bam, bam, bam. Junge, was für Puppe, Alter. Kommt mir nicht ins Haus, ey. Der hält auch noch Händchen. Der denkt Kindergarten 2er rein, Alter. Händchen halt mit Puppe, Mann. Bro, was ist los mit dir? Und dann, wenn Annabelle auf einmal am Anfang dran steht, dieser Film enthält Sachen aus dem echten Leben nach einer Wahnbegebenheit. Dann hast du deine Wahnbegebenheit. Wer hat Puppen erfunden? Wer auch immer das war. Bruder, geh ins Eck, bitte. Da hinten. Siehst du das? Siehst du dieses Eck da hinten? Ich möchte, dass du dahin gehst, dich unten ins Eck hinsetzt und darüber nachdenkst, was du getan hast. Weil wegen dir haben so viele Menschen Angst vor diesen komischen Dingern. Setz dich jetzt ins Eck. Los. Ich sag's kein zweites Mal, sonst ist das Handy weg. 2 Wochen Hausarrest. Okay, meine Damen und Herren, nächsten Shorts sind aneinandergereihte Shorts als Compilation. Versuche keine Angst zu haben. Sobald ihr Angst habt, habt ihr verloren. Nicht Angst haben, nicht erschrecken. Auf geht's. Okay. Alles gut. Alarm. Nein, 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 nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, ein bisschen. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich hab keine. Ich hab keine. Oh! Bro! Was bist du so nah an der Kamera? Junge, Alter, Bro, weißt du nicht, dass umso näher man an der Kamera ist, umso hässlicher ist man? Alter, hau mal. Woody, Toy Story. Gut, Truck, ich glaube, den kennen wir. Jobbidi, superklasse. Wir gehen rein. Ah, Sir, geht's Ihnen gut? Ah, scheint's an der Waffe. Oder ah, scheint's an der Waffe. Was mein... Ah, yo, okay, Bro. Oh, ja. Ah, ja. Junge, ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst, Cartoon Cat. Ich hab keine Angst, Cartoon Cat. Dass ihr alle ruhig seid. Oh nein, da kommt ein Jumpscare bestimmt. Ja. Bro, wieso nochmal? Hä, ist doch vorbei. Ist doch gut. Wir haben es verstanden. Ja, ach, Digga, beim dritten Mal geht's halt nicht mehr. Bro, hä, wieso nochmal? War das... Okay, nee, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich Angst. Challenge verloren. Okay, Challenge verloren. Ah, okay, Challenge verloren. Ich bin raus. Leute, ich bin raus. Beend es. Hallo. Beend es. Beend es. Ach, Bro, ja, es ist okay. Wir haben es verstanden, meine Damen und Herren. Sehr gut. Eine neue Folge von Verstehen Sie Spaß? Jetzt mit dabei Thomas Gottschalk. Oh nein, der macht Wetten, dass ich habe mich versprochen. Jetzt ab in die Werbung. Mein RTL. Alles gut. Kein Leben verloren. Keine Angst gehabt. Nächsten Clip bitte. Wir machen nochmal weiter. Weiter, weiter. Komm, weiter. Die ist gut. Die gefällt mir. Ich will die Challenge schaffen. Ich will die Challenge jetzt noch einmal schaffen, ohne wirklich jetzt... Ich bemühe mich nicht, Angst zu haben. Bro, das war der SpongeBob-Bäcker, oder was? Aufstehen! Okay. Wir haben einen Schrank. Hallo? Ist da jemand? Oh, nicht eins. Ich habe keine Angst. Bro, ich werde heute Nacht nicht schlafen. 3 Uhr nachts. Bro, what the... Was? Wie kommt man auf sowas? Was sind das für Videos? Sie werden uns sehen.
Ja, sie, ich, okay. Ey, Jungs, ich kann das erklären. Ich stehe hier nur am Fenster, ich habe euch nicht beobachtet. Ich wollte dann nur rausgucken, wie das Wetter heute wird. Oh, da ist eine Hand. Hallo, können wir die Hand anfassen? Händchen halten. Hallo, wer bist du? Komm rein in mein Haus. Wie geht's dir? Na komm rein, steig hinein ins Haus. Alles gut. Also was nicht gemeint. Bitte verlassen Sie mein Haus. Okay, gut, Leute. Nein. Verlassen Sie mein Haus und bitte gehen Sie und kommen Sie nie wieder. Hallo Leute, heute wollen wir uns einige der gruseligsten Geistervideos anschauen, die uns in diesem Jahr auf jeden Fall Gänsehaut verschafft haben. Viel Spaß. Alright, Bro. Ich hab keine Angst. Der Schatten. Okay, Bruder, wenn ein Geistervideo anfängt, was heißt der Schatten? Was werden wir wohl jetzt wohl zu sehen bekommen? A. Eine Puppe. B. Einen Waschbären. C. Einen Schatten. Es wird der Waschbär sein. Das folgende Video eingesendet, welches sie auf dem Profil von Sandra Fulton Hamilton John gefunden hatte. Die Frau hatte es auf ihrer Facebook-Seite hochgeladen, um Antworten von ihren Kontakten zu bekommen. Okay. Sie schrieb: Dieses Video wurde von unserem tauben Freund Jack aufgenommen. Er war gerade am Skypen mit seiner Freundin. Wir glauben, dass es ein Beweis dafür ist, dass Geister existieren. Okay, Bruder, warum müssen das immer auch in so Horrorfilmen, sind das immer Taube und so oder Stumme oder sonstiges? Immer so, so geht Horrorfilm los, jedes Mal. In unserem Haus passieren immer mal wieder seltsame Dinge. Wir haben das Video von Experten analysieren lassen und es ist echt gruselig. Das Haus selbst steht in Lamberton, welches als Hochburg für seltsame Phänomene gilt. Okay, wenn einer Experte ist, dann ich analysiere jetzt. Ja, perfekt, Bro, was war das? Ich analysiere gar nichts, ich geh doch. Was? Okay, warte mal, Digga. Okay, na, Fam, Digga, Bro, ich weiß nicht, was da rumgelaufen ist, aber Bruder, er macht auf einmal diesen Lightning McQueen so. Bruder, er macht diesen. Digga, er zieht einfach durch. Einfach so die ganze Zeit! Eine Gestalt schießt direkt hinter Jack vorbei, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Jack hatte es zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht bemerkt. Ich selbst habe einige dieser schnellen Schatten gesehen über die Jahre. Was? Daher denke ich, dass diese Aufnahme auf jeden Fall echt sein könnte. Was? Digga, warte mal, was hat er gesehen? Er selber hat diese Schatten gesehen? Bruder, wo wohnst du, Alter? Hä? Bro, er wohnt bei Wednesday zu Hause, oder wie? Was für Schatten hast du gesehen? Bruder, man, also wenn ich Schatten gesehen hätte mein Leben lang, Bruder, würde ich nicht ganz gechillt noch ein Gruselvideo aufnehmen und Gruselvideos zeigen und sagen, yo, Mann, ich sehe auch immer Schatten nachts, Alter. Ja, alles klar, willst du vorbeikommen? Lass mal rein in Tinder, Alter, ein paar Ladies klären. Dass in der Geisterwelt ein völlig anderes Raum- und Zeitgesetz am Werk ist. Okay, Digga, wir reden nicht was drüber, der Schatten... Was der Mann hier aufgenommen hat? Der Schatten ist durch für mich. Nee, Bruder, weiter. Nee, er reicht mir schon wieder mit dem Schatten. Verspukte Garage. Jetzt schauen wir uns den Kanal Elvis and Khaleesi an. Die Besitzer haben zwei niedliche Hunde, von denen sie fast exklusiv Videos hochladen. Ich kann sie echt empfehlen. Bruder, warte mal. Okay, bra. Bruder, my man, warte mal. Warum sieht mein Boy aus, wie wenn er gleich ein OF aufmacht? Was will er machen da so? So, Leute, ja? Habt ihr Bock auf meine süßen Pfoten? Kommt rein, Alter. Kommt vorbei, Mann, Alter. Das okay, Haus, Fam. In dem die Familie I don't know. Hat, nicht nur positive Energien zu beherbergen. Die Garage, die hinter dem Haus angebaut ist, ist einer der gruseligsten Ecken. Die Besitzer haben eine bewegungsaktivierte Kamera dort installiert, die automatisch aufnimmt, sobald sie etwas Merkwürdiges entdeckt. Okay. Innerhalb der letzten Monate konnte diese wirklich einige seltsame Momente aufnehmen. Lasst uns mal reinschauen. Okay, was hat sie aufgenommen? Wir gucken. Jemand spricht, die Kamera glaubt, da ist jemand. Hört genau zu. Hört ihr was? Ich höre ganz leise Geräusche. Nachdem der Besitzer eine Meldung bekam, dass die Kamera etwas in der Garage gehört hatte, überprüfte er das und schaute, ob er vielleicht das Radio angelassen hatte. Okay. Was nicht der Fall war. Ja, und jetzt, hallo? Und nach nur wenigen Momenten war da wieder Musik zu hören. Seltsam. Aber woher? Okay, wir gucken da oben hin, Pfeil. Was denn das jetzt? Was soll denn das jetzt sein? Digga, das sieht aus wie so eine Prinzessin Lilifee, die da jetzt sich die... Dieser Orb wurde noch mehrere Male gesehen. Und es war kurz nach dieser Aufnahme.
der seine Orb. Gruselige Stimme zu hören war. Bro, warum kommt der so nah? Hau ab! Junge, zieh, Digga! Bruder, Alter, der weiß... Komm, was willst du, Orb, ne? Was willst du, Orb? Jetzt komm her, Alter. Zweimal Karate, weißer Gürtel. Ich will sagen, keinem das weiß Schlechteste ist. Brother Fam, okay, Orbs sind ja anscheinend irgendwie so diese verlorenen Seelen oder Geister, glaube ich, die im Zimmer rumfliegen. Aber ich weiß nicht, für mich sieht das immer so aus, wie wenn da einfach ein fetter Fussel im Zimmer rumfliegt. Deswegen, ich habe vor allem Schiss, aber irgendwie nicht vor Orbs. Entdeckungsgrusel. Das nächste Video wurde von Michael gesendet. Und er Michael. Erzählt, dass er es ebenfalls im paranormalen Bereich von Reddit gefunden hatte. Okay. Es wurde von einem unbekannten Nutzer geteilt, der schrieb, dass das Video von einem jungen Abenteurer gefilmt wurde, der auf einer Entdeckungstour war, in einem alten und verlassenen Schulgebäude in der Nähe seiner Heimat. Es war mitten am Tag und er war alleine unterwegs. Wieso sollte er es auch nicht sein? Ist ja schließlich nicht so gruselig, alleine während des Tages ein verlassenes Gebäude zu erkunden. Gar nicht, Bro, nee. Jedoch fiel dem Mann auf, dass anscheinend noch jemand anderes dort war zu der Zeit. Ziemlich merkwürdig. Lass uns mal reinschauen. Okay, wer war da? Okay, er geht allein in ein verlassenes Haus. Regel Nummer 1, die man niemals befolgen sollte. Da ist anscheinend noch mal jemand da gewesen. Bro. Digga, da ist so... Okay. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein... Okay, Digga, renn sofort. Na, Fam. Ah, ah. Bro, wenn das jetzt kommt... Ja, okay, ich wusste es. Digga, es ist mir schwer... Yo! Bruder, mein Boy steht hinten im Bild einfach und sucht nach Flips oder was? So richtig so. Bruder, wo ist Essen? Ich hab doch hier meinen Hamburger hingelegt. Ich finde meine Pfanne nicht mehr. Bro, was für Pfannen? Du stehst allein in dem verlassenen Haus, Alter. Die Person dort genau getrieben hat. Was ist das denn? Manche glauben, dass es der Geist eines Verstorbenen ist, der an einem Seil zu hängen scheint. Kann das... Okay, Bro, jetzt fängt der an mit... Da hängt jemand an dem Seil, weil es ihm verstorben... Nee, Bro, wir analysieren nicht weiter. Komm, ist mir... Wegen dem nächsten Clip. Komm, nee, das mache ich nicht mit. Im Lamp House. Was ist denn jetzt das Lamp House? Jetzt nehmen wir uns nochmal Zeit und gehen zurück ins Lamp House, wo wir meinen Freund Kent besuchen. Er hat vor kurzer Zeit ein neues Video hochgeladen, in dem er uns ein kleines Update über seine Situation gibt. Okay. Wie immer könnt ihr die ganzen verrückten Videos auf seinem Kanal Ghost of Carmel Maine finden. Heute beginnen wir mit einem seltsamen Vorfall, der in seiner Küche stattfand. Ein Geist schien dort komische Fußabdrücke zu hinterlassen. Okay. Ein Geist, aber Geister hinterlassen noch keine Fußabdrücke, oder? Ab und an bin ich allein in unserem Haus und ich moppe dann manchmal den Küchenboden. Mhm. Wenn ich damit fertig bin und mir den Boden anschaue, sehe ich manchmal seltsame Fußabdrücke. Okay, dann zeig mal, Bruder. Die fallen mir dann immer direkt auf. Selbst vom Esszimmer aus. Ich habe heute ein Bild davon gemacht. Okay, zeig. Zeig. Ich werde bewerten. Es sind nicht meine Fußabdrücke und ich habe immer wieder meine Hausschuhe an. Wieso okay, Bro, warum verteidigt Maboy sich gerade selber? Niemand hat ihm vorgeworfen, dass seine Fußabdrücke sind. Bruder, bei ihm ist irgendwas vorgefallen. Er hat früher dreckige Füße gehabt, nach Fußballspielen auf einmal ganze Wohnung voll. Er wurde immer angeschnauzt von Mutti, Alter. Auf einmal versucht er sich zu verteidigen. Vor uns? Bro, wir haben nicht mal was gesagt. Du musst nicht machen. Ihr habt doch gesehen, wie die von einer Frau au... Was zum Teufel? Okay, yo. Bruder, das ist mir ein Beweis. Das ist mir nicht genug Beweis. Das ist einfach nur ein Bild. Das hätte er selber... Das habe ich gehört. Hast du etwas gesagt? Seltsame Stimmen aus dem Nirgendwo. Das sind tägliche Geschehnisse für Kent. In letzter Zeit zeigen sich aber auch wieder diese Schattenwesen ein wenig mehr. Die Stimme kam gerade aus dieser Ecke. Wow. Ja, ich dachte gerade, da wäre was. This looked to be a small apparition peering through the stair rail. Ja. Ah, Digga, das ist halt so Schatten und Ding, ne? Da kann man sich viel auch zusammenmalen. Schau mal, er zoomt so weit rein. Bruder, was soll das sein? Das ist wie mit Kartoffel aufgenommen. Bro, du zoomst mit einer Kartoffel auf eine Kartoffel rein. Ah, nee, Digga, weiß ich jetzt nicht. Nee, das Kent ist für mich zusammengewürfelt. Kent erzählt uns jetzt von einem grausigen Vorfall, der eines Nachts direkt neben seinem Bett stattgefunden hat. Er hörte jemanden reden neben sich. Und dann griff er sein Handy, um es aufzunehmen. Okay, das will ich jetzt noch sehen. Dann ist Folgendes passiert. Zeig. One night,
while sleeping, there is a loud Er wacht zu einem lauten Schlag auf, während er eines Nachts am Schlafen war. Ich konnte dann leise Stimmen hören, also nahm ich mein Handy und nahm auf. Okay, zeig. Zeig, Bruder. Da ist etwas passiert, was zuvor schon mal vorgekommen ist, und es war sicher nicht das letzte Mal. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Okay, jetzt passt auf, hör zu. Was passiert? Bro, steht da Optimus Prime oder was? What the are you? Oh mein Gott, okay, nein, Bro, mir reicht's. Fam, ja. Ein Schatten erschien direkt vor seinem Fernseher. Okay. Ja, verschwand jetzt, dann in Richtung des Bodens. Es wirkt wieder einmal, als wäre es aus einem schwarzen Material. Ja, dann es fällt reicht. Es einfach in sich zusammen, bevor es verschwindet. Okay, Bro, ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt, der labert einfach nur Müll, der will einfach nur Aufmerksamkeit, der redet Schwachsinn mit seinen Fußabdrücken. Das letzte kann ich nicht erklären. Leute, das waren die ersten 10 von den 30 gruseligsten Videos des gesamten Jahres. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Bei 2000 Likes kommt der nächste Teil.